Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Mod Review. Diesmal ist es der Icarus Bus. 280. So. Von außen recht schön gemacht. Also kann man fast nichts zu meckern haben, aber ja, so ein paar Kleinigkeiten sind hier doch der Fehler. Und zu dem einen Kommentar unter meinem anderen Video möchte ich dazu sagen, dass ich mache den Bus von außen zuerst und wenn ich die Fehler dann finde, dann sage ich sie auch, weil das ist ein Review von dem Mod. Da werde ich das feststellen und dann werde ich euch dies mitteilen, ob der Mod gut ist oder nicht gut ist, ob ihr den Laden braucht oder nicht. So, bis auf die paar Kleinigkeiten ist er ganz okay. So, dann steigen wir mal in das gute Stück ein. So. Licht tut's aber alles. Ist jetzt auch nicht wirklich so schön gemacht, aber ist so mit Paint oder so gemacht. Hier sind einfach so Punkte drauf. Und ja, so ein paar kleine optische Mängel sind dann doch da. So, die Steuerung ist spiegelverkehrt. Türen, kann man hier irgendwas machen? Nee. So, das Ganze sind zwei Teile. Warum auch immer. So, das kann man dann hier dran fahren und dann wie den Anhänger ankuppeln. Okay, der hat den Motor in der Mitte, ist für mich auch neu, sonst haben die immer den hinten, aber okay. So, dann fahren wir mal mit dem guten Stück. So, hier sieht man schon, das ist das Problem, aber ist nicht weiter relevant. Also, das ist kleineres Mängel, ist schon okay. Wow! Sorry, mein Fehler. So. Damit könnte man zum Beispiel, mit dem Bus könnte man zum Beispiel anstellen, die Arbeiter dahin fahren oder sowas, dann die Helfer zum Beispiel. Ist recht schnell. 60. Hat ein gutes Handling, besser als der letzte Mode, den wir hatten, den Camaro. Also da kann man sich doch schon eine Scheibe von abschneiden. Also der Mod hat zwar zwei verschiedene Frontleuchten, aber ist okay. Ein bisschen Fun zu haben damit, ist er recht okay. Dass das da oben nicht so wirklich funktioniert. Ob das eine Beta ist, ich glaube nicht, dass eine Version 1, aber da können wir noch viel dran verändern. Zum Beispiel Türen öffnen, Leute innen drin oder sowas. Naja, und mit dem Heckteil, da könnte man auch noch was machen. So, das wäre jetzt ein bisschen Spaß. Aber wenn man ihn ausmacht, hat er eine gute Animation. Ach, guter Soundtrack am Ende. So. Mehr zu dem Mod gibt es nichts zu sagen. Schreibt wie immer einen Kommentar darunter, aber nicht so einen bescheuerten wie der eine Typ da. Und des Weiteren gibt natürlich auch einen Daumen nach oben. Und ja, das war alles. Bis dahin.